Was ein SIPOC ist und wie leicht man den erstellen kann und dafür einen guten Überblick über seinen betrieblichen Ablauf, also einen Geschäftsprozess bekommt, das zeige ich es in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Heute geht es um das Thema SIPOC. Was verbirgt sich also hinter dieser Abkürzung SIPOC? Das ist Englisch und steht dafür für Supplier, daher das S, Input, das I, Process, Output und Customer. Auf Deutsch kann man das Ganze auch übersetzen als Lieferant, Eingang, Prozess, Ausgang und Kunde. Und damit heißt dann eben im deutschen Übersetzung nicht mehr SIPOC, sondern LEPAC. Ist zwar ein anderer Begriff, meint aber völlig das Gleiche. Was macht man jetzt mit so einem Ding und für was ist es eigentlich gut? Wenn man sich schnell einen Überblick über einen Geschäftsprozess bzw. einen betrieblichen Ablauf erhalten will, erstellt man als allererstes einen solchen SIPOC. Denn der Vorteil vom SIPOC ist im Gegensatz zu so einem ausgefuchsten Prozessmodell, dass es relativ schnell mit der Prozesserhebung geht. Man hat eben nur ein Blatt vor sich. Es ist einfach, man kommt mit wenig Informationen aus, das heißt, das Erheben ist weniger zeitaufwendig und damit auch weniger kostenintensiv und man kann es mit Papier und Bleistift am Ort des Geschehens machen. Und der Ort des Geschehens kommt auch aus dem Japanischen, nennt sich Gemba und wie man das Thema Gemba und das sich wirklich wichtig ist, da hinzugehen und genau sich anzuschauen, das machen wir auch in weiteren Videos, da werden wir mal einzeln drauf eingehen, deswegen abonnieren Sie unseren Kanal, dann bleiben Sie informiert, wenn diese Videos veröffentlicht werden, wird demnächst der Fall sein. Also, SIPOC am Ort des Geschehens gemeinsam mit einer einfachen Vorlage einen Prozess zu erheben. Und damit ist der SIPOC auch der allererste Schritt zu mehr Struktur und mehr Ordnung in den Abläufen. Wie geht man jetzt damit vor? Schnappen Sie also als allererstes ein einfaches Klemmbrett und laden Sie unsere Download-Vorlage herunter, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Damit suchen Sie dann also einen Prozess aus, aber mit dieser Vorlage und einem einfachen Klemmbrett klappt es eigentlich am besten. Und mit Klemmbrett meine ich tatsächlich so etwas ganz Klassisches, wie man es eben früher noch viel, viel öfter hatte als heutzutage. Also wirklich so ein ganz stinknormales Klemmbrett. Da können Sie dann eben die Vorlage, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, einfach mit reinpacken und können ganz leicht Ihren Prozess erheben. Nehmen wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, dann können Sie es auch wirklich nachvollziehen, eben, wie das Schritt für Schritt geht. Nehmen wir mal das Thema Kundenrechnung erstellen, also die Rechnungen, die Sie als Unternehmen an Ihre Kunden erstellen. Den SIPOC nennen wir daher Kundenrechnung erstellen, das kann man oben dann in die Titelzeile reinschreiben und dann erstellt man den eben Schritt für Schritt. In diesem Fall gehen wir eben zu unserer Bürokraft, die heißt jetzt in dem Beispiel Frau Meier und Frau Meier erstellt eben diese Abrechnungen. Starten wir also damit mit der Spalte in der Mitte. Fragen Sie also die Frau Meier, wann Ihr Prozess startet, also welches Ereignis Sie dazu veranlasst, die Abrechnung zu beginnen. Das können dann zum Beispiel Abnahmeprotokolle in dem Eingangskopf von der Frau Meier sein oder eben eine Rückmeldung, dass ein Projekt abgeschlossen ist. Das trägt man eben so rein als Startereignis. Und dann bitten Sie Frau Meier, eine Abrechnung zu erstellen und während sie die Tätigkeit am Computer durchführt, soll sie Ihnen zeitgleich quasi einfach nur laut, denkend mitsprechen, was sie denn da macht. Das ist der allereinfachste Weg, da können Sie sich diese Notizen machen. Das hört sich dann eben oft so an, naja, dann nehme ich eben den Regiezettel aus dem Körbchen da und dann suche ich den Kunden im Abrechnungssystem. Und wenn dann schon ein Auftrag angelegt ist, dann prüfe ich das Ausführungsdatum und die Position im Auftrag gegen den Regiezettel. Und Sie erstellen in Ihrem SIPOC Kästchen für Kästchen von oben nach unten in der Prozessspalte eben die Arbeitsschritte. So lange, bis die Frau Meier eben ihre Arbeit beendet und dann zum Beispiel sagt, dann gebe ich die Rechnung in die Buchhaltung zu Anne. Und wenn es zu einem Wechsel des Bearbeiters kommt, ist dieser SIPOC erstmal beendet und man fängt dann einen neuen an. Ein anderes Thema ist, wenn Sie den SIPOC nehmen wollen, um wirklich Ende-zu-Ende-Prozesse darzustellen, das funktioniert auch, da werden wir noch in einem speziellen Video drauf eingehen. Aber wir wollen uns jetzt wirklich nur eine konkrete Tätigkeit eben anschauen, einen detaillierten Prozess. Also wenn Frau Meier ihre Arbeit beendet, die Rechnung als Belegkopie in die Buchhaltung gibt, dann ist eben auch ihr SIPOC an der Stelle beendet. Die Arbeitsschritte in der Spalte Prozess sind also dann damit geklärt. Jetzt gehen Sie dann zum ersten Arbeitsschritt und dann fragen Sie eben Frau Meier, alles, was zum Start, was sie dazu ihre Aufgabe eigentlich braucht. Also erinnern Sie sich noch, in dem Beispiel hat uns die Frau Meier gesagt, sie braucht den Regiezettel aus dem Körbchen auf dem Schreibtisch. Damit ist also der Input für die andere Spalte, links davon, eben der Regiezettel auf dem Schreibtisch. Und dann fragen Sie nach, von wem sie diesen Input bekommt. Also wer den Input seinerseits eben herstellt. Das ist dann der Prozesslieferant. Und damit eben bei dem Supplier als Lieferant oder im deutschen Teil mit L der Lieferant. Und hier merken Sie bereits eine Stärke von dem SIPOC.
Er fördert also ganz, ganz stark das Zusammenarbeiten als Kunden und Lieferanten auch im eigenen Unternehmen. Also in dem Fall kommt es eben vielleicht dieser Regiezettel von den Monteuren. Und damit sind die Monteure eben dann die Prozesslieferanten für Frau Meier, die dann eben die Abrechnung erstellt. Und wenn der Prozesslieferant eine gute Qualität liefert, dann kann der Prozesskunde, in unserem Fall Frau Meier, eben sehr schnell und gut arbeiten. Und wenn die eben keine gute Qualität liefern, dann kann sich auch die Frau Meier zu Recht beschweren und eben Abhilfe zu verlangen. In dem Fall könnte eben jetzt der Regiezettel von dem Monteur unleserlich ausgefüllt worden sein. Das ist ja was öfter mal bei den Betrieben vorkommt. Man kann es schlecht lesen, weil es die klassischen Durchschlagzettel waren. Frau Meier hat also das gute Recht, sich darüber zu beschweren. Und wenn ständig Regiezettel unleserlich ausgefüllt werden, wäre also die Überlegung, diese von einem klassischen Durchschlagsformular auf eine digitale Lösung umzustellen. Und damit haben wir mit dem Prozesslieferanten den Input und den Prozess schon geklärt. Jetzt kommen wir zur Output-Seite. Jetzt gehen wir also an die letzte Stelle in den Arbeitsschritten von der Frau Meier und fragen, was als Output, also das Ergebnis des Prozesses ist. Und in unserem Fall könnte es dann sogar zwei Ergebnisse geben. Frau Meier erstellt eben eine Rechnung für den Kunden und gibt diese in den Postausgang. Und die Frau Meier erstellt eben eine Kopie der Rechnung, eine Belegkopie und gibt diese an die Anne in die Buchhaltung. Damit haben sie also zwei Outputs und auch zwei Prozesskunden. Einmal die Rechnung an den Kunden und einmal die Rechnung für die Buchhaltung. Und damit sieht also unser SIPOC erstmal aus wie so ein großes Z. Also wir haben oben dann den Lieferanten, den Input, den Prozess, dann gehen wir die Prozessschritte alle durch und dann haben wir eben unseren Output und den jeweiligen Kunden. Und der Prozesskunde übrigens, das ist die Grundregel, definiert die Qualität des Prozesslieferanten. Also die Anne aus der Buchhaltung könnte zum Beispiel anmerken, dass sie es ziemlich nervt, dass die Rechnungen nicht kontinuierlich Tag für Tag eintreffen, sondern immer in so einem riesigen Stapel, und zwar genau dann, wenn die Frau Meier ihren Abrechnungstag hatte. Zum Beispiel immer am ersten Werktag eines neuen Monats für die zurückliegende Periode. Und als dann die als Papier ankommen und dass die nicht elektronisch sind, das könnte eben auch was sein, was eben die Anne aus der Buchhaltung irgendwie nervt. Die müsste wieder eins kennen und dann eben entsprechend hochladen in eine Buchhaltungssoftware oder im schlimmsten Fall abtippen oder wie auch immer. Und dass die Papierrechnungen auch gerne mal verschwinden, sprich, dass dann auch mal Kundenzahlungen da sind, ohne dass die Rechnung da war oder eben überhaupt keinem irgendwie aufgefallen ist, das sind halt so die Klassiker, die kennen wir ja. Ne? Also deswegen wäre das jetzt wieder so ein Punkt, wo man ansetzen könnte, wie können wir denn diesen Prozess wirklich verbessern an dieser Stelle. Und damit sehen Sie schon wirklich den Mehrwert von der Erstellung eines solchen SIPOCs. Da kommen ganz, ganz viele Ideen hoch, was man alles besser, einfacher und leichter machen könnte. Nur weil man einmal so den DIN A4-Zettel quasi ausgefüllt hat und sich überlegt hat, von wem bekomme ich denn was, was brauche ich dafür eigentlich, was sind meine Schritte und an wen gebe ich denn irgendwas weiter. Und die Anne beklagt sich jetzt natürlich nur über den Prozess und nicht mehr über die Frau Meier. Sie sagt, der Prozess ist halt schlecht, weil ich eben immer am Anfang eines Monats so eine Arbeitsspitze habe, statt dass ich das eben kontinuierlich eben abarbeiten könnte. Wie kann man denn sowas vielleicht irgendwie ändern? Und da kann man dann eben gemeinsam Gespräche suchen, Workshops machen oder alles Mögliche, dass man eben diese Lösungen herbeiführt, dass es für alle Seiten eben passt. Und die Frau Meier zum Beispiel bittet dann eben ihren Chef, um mit ihr gemeinsam und den Monteuren einen Weg zu finden, wie man eben zu schnelleren und leserlicheren Regiezetteln kommt, dass sie eben sauber ihre Abrechnung machen kann. Vielleicht eben auch nicht nur einmal im Monat im Stapel, bis der letzte Zettel da ist, sondern eben auch kontinuierlich, damit dann eben danach die Anne in der Buchhaltung nicht wieder so eine Liste bekommt. Und so kann man also sofort aus dem SIPOC auch ein BPMN-Diagramm machen und dass damit diese wertvollen Informationen also sofort in eine Prozessmanagement-Werkzeug wie Adonis zu überführen. Und die wichtigen Informationen dafür haben Sie ja eigentlich schon zur Hand, alle in Ihrem SIPOC. Und mehr über Adonis, eine ganz tolle Prozessmanagement-Suite, finden Sie hier in unseren Videos drin. Wir haben da eine entsprechende Playlist auch gemacht. Gucken Sie das mal mit rein. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil man da einfach visuell die Sachen gut darstellen kann. So, und jetzt interessiert mich wirklich, ob Sie schon mal mit so einem SIPOC gearbeitet haben. Wie sind denn Ihre Erfahrungen damit? Das probieren Sie doch mal aus und schreiben Sie es dann unten in die Kommentare rein. Wir sind also da wirklich sehr an Ihrem Feedback interessiert und helfen auch gerne bei Fragen weiter. Wir wollen ja letztendlich, dass unsere Tipps auch ankommen und auch in Umsetzung kommen und Sie damit wirklich mit Ihrem Unternehmen ein ganzes Stück weiter sind. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch den Pro-Tipp für Sie. Wenn Sie mehrere Mitarbeiter haben, die denselben Prozess durchführen, Sie haben also nicht nur die Frau Meier in der Abrechnung, sondern vielleicht auch noch den Herrn Schmidt, dann führen Sie bitte für jeden von diesen Personen einen eigenen SIPOC durch. Denn nicht, weil die Leute die gleiche Tätigkeit ausführen, haben sie auch den gleichen Prozess.
es ist halt oft so, und das ist die wirkliche betriebliche Praxis, die ich immer wieder erlebt habe, jeder arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen, aber eben so, wie er meint, dass es richtig ist in seiner Vorgehensweise. Es gibt also oft keinen Prozessstandard und keine Prozessvorgehensweise, sondern eben zig Varianten des gleichen Prozesses. Und damit haben Sie mit verschiedenen Zeitpunkts und diesen verschiedenen Varianten auch schon wieder eine gute Grundlage, um über eine Harmonisierung und Standardisierung von solchen Prozessen nachzudenken. Denn vielleicht geht es ja bei dem einen Mitarbeiter auf seine Weise einen Ticken schneller als bei dem anderen Mitarbeiter, der sich zwar stets bemüht, aber eben halt den letzten Kniff noch gar nicht gewusst hat, dass das eben auch so geht. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.